gekommen. Corona macht es notwendig, der FC Red Bull Salzburg darf seine eigene Pressekonferenz hier beginnen mit Jesse Marsch. Wir freuen uns auf Handzeichen, wenn Sie zu sehen sind und eure Fragen. Christian Hackl. Warte, ich glaube aufs Mikro, wenn wir warten müssen. Christian Hackl, Standard. Ist es eine sehr schöne Erkenntnis bei diesem Sieg, dass es 7 verschiedene Torschützen gibt? Was hat das zu bedeuten? Ist es, Sie gehen 7-2 und 7 Spieler, verschiedene Spieler schießen das Tor. Ist das so ein weiterer Beleg für diese Klasse der Mannschaft? Ja, war viele Standardtore dabei. Ja, so, und wir haben gedacht vor dem Spiel, dass wir haben einen großen Vorteil mit jedem Offensivstandard. Und wir haben mit den Jungs gefordert, dass wir müssen diese Mentalität für jeden offensiven Standard haben. Und in der Ende, das ist ein Grund für viele verschiedene Spiele mit Tor. Ich sage jetzt, was war so beeindruckend heute Abend, war nach 1-0 hinten, und ein Fehler ja, auf dem Platz von Enoch. Ich sage oft, auch es war ein Fehler von mir, zu spielen mit einer Dreierkette in Enoch in der Mitte. Es war nicht so angenehm für ihn. Aber der Antwort von der Gruppe war perfekt. Und es war alles zu tun mit unserer Mentalität. So, das bedeutet für mich viel über diese Gruppe. Ja, so, wir sind nicht fertig, noch nicht fertig, aber wir sind in eine gute Richtung und wir müssen weiter so. Valentin Snobe. Wann stoßen Sie auf den Titel an? Wann feiern Sie den Titel? Ja, ich weiß nicht. Wenn wir gewinnen jedes Spiel, das ist unser Ziel jetzt. So, die Situation mit der Liga und der Protest und diese und das ist, ich verstehe nichts von der ganzen Situation. Ich verstehe nichts. So, aber ich verstehe, dass wenn wir gewinnen jedes Spiel, dann wir sind Meister. So, das ist unser Ziel jetzt, Spiel für Spiel, Tag für Tag. Ich habe das von dem ersten Moment von der Meisterrunde das gesagt. Und es ist ein großer Teil von unserem Erfolg jetzt. Yeah. Der von erster Reihe der Kollege war. Der war vorher, dann der Herr Cheater. Jesse, was war die Idee, Enoch Mwepu in der Innenverteidigung spielen zu lassen? Ja, wir hatten eine gute Rotation gemacht, sodass jeder Spieler ist gesund und nicht verletzt. Es war die Zeit für Jerome nicht zu spielen. Wir haben gedacht, ja, Enoch kann in dieser Position spielen. Es ist nicht die beste Position für Enoch. Jerome war auf der Bank. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Und wir haben gedacht, dass die Dreierkette hat sehr gut funktioniert gegen Rapid in der Vergangenheit. Und das war eine gute Taktik. Aber in die Ende, wenn ich habe gesehen, Enoch mit ein paar Fehlern oder ein paar Situationen, dass er was nicht so angenehm, ich habe gedacht, okay, wir müssen ändern. Und Enoch ist so wichtig für uns. Und solcher ein guter Spieler in dem Mittelfeld, sodass, ja, das war ein besser, guten Ordnung für uns. Alles Cheater. Herr Marsch, lange bevor Sie zum Verein gekommen sind, vor 12 Jahren hat es ein 0-7 gegeben gegen Rapid. Ich weiß nicht, Sie werden das wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ja. Damals waren ganz andere Spieler am Werk, aber ist es trotzdem so etwas wie eine späte Revanche? Ich habe über diese Ergebnisse in der Vergangenheit gehört. Ich war nicht, viele Spieler, vielleicht so ein paar unserer Spieler waren nicht geboren bei dieser Zeit. Aber in the end ist es nicht eine Reaktion zu Rapid oder die Situation. Wir haben Respekt für Rapid. Ja, sie haben sehr gut gespielt, auch mit den Schwierigkeiten, mit so vielen Verletzungen. Die Gruppe von Rapid hat viel Leidenschaft und hat so gut füreinander gespielt, aber es geht schwieriger und schwieriger, wenn jeder Spieler
muss wieder spielen. So, es war vielleicht ein Teil von der Grund für das Ergebnis. Und wir haben gesagt, dass unser Ziel war für 90 Minuten mit Tempo spielen, sodass wir können testen die Fitness und Müdigkeit von Rapid. Und in the end, ich denke, das hat etwas zu tun. Ich habe auch gesehen, dass das erste Tor war abseits. Ich denke, wir brauchen Videobeweise hier in Österreich. Für mich ist es lächerlich, dass es ist nicht jetzt dabei ist. Es ist fast überall. Ja, und so, ich verstehe, es ist Geld, aber wir brauchen Videobeweise für die Schiedsrichter. Es ist schwer, in ein paar Momenten diese ganz knappe Situation zu anrufen. So, ja. Yeah. Christian Hackl. Haben Sie schon so ein schönes Tor wie jenes von Slatko Junusovic gesehen? Es war ein unglaublich Tor. Und auch wenn er hat zu der Kamera gesagt, das ist für dich, Clemens, sein Sohn, ich denke, das ist auch super. Slati hat eine sehr spezielle Beziehung mit seinem Sohn. Es war ein super Tor und auch für Clemens, das war sehr, sehr schön. Der Sohn Clemens, vom Slade, yeah. Der ältere Sohn, er hat zwei, yeah. Und der Clemens ist der ältere Sohn. Clemens ist oft, seit der Corona-Zeit, aber er war oft in unser Trainingszentrum und er ist sicher ein Fußballer in der Zukunft auch. Vor Corona war er in der Kabine. Zeit vor? Ja. Danke, ja, sehr gut. Präzise. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann bedanken wir uns sehr herzlich fürs Dabeisein. Wünschen noch einen schönen Abend. Wiederschauen.